So, einmal da ein bisschen dran vorbei mogeln. Das hat geklappt. Boah, ich muss echt aufpassen mit den Bremsen. Dadurch, dass ich hier Stufe 50er Bremsen drin habe, muss ich nur ganz kurz dran treten. Und der Wagen geht auf die Bremsen wie sonst was. Jetzt sind wir wieder 20 Sekunden vor denen. Also jetzt bin ich wieder besser gefahren anscheinend. Aber ja, wie gesagt, die Bremsen sind überkrass. Und wenn man da einmal ein bisschen zu feste drauf tritt, dann bleibt der Wagen quasi stehen. So, jetzt bin ich gerade auf der falschen Seite. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil jetzt kommt der Gegenverkehr. Oh, da hätte ich wechseln können. Habe ich aber nicht. Oh, das könnte uns jetzt hier Probleme machen. Ich muss rüber. Hier kommen wir rüber. Einmal wenden, bitte. Naja, gut, wir könnten natürlich jetzt einige Zeit verlieren. Ich glaube, hier sollte ich runter, richtig? Stimmt das oder stimmt das nicht? Doch, das stimmt. Irgendwie stimmt das. Hier sollte ich irgendwie runter oder so. Keine Ahnung. Oder ich sollte oben drauf bleiben. Keine Ahnung. Also jedenfalls bin ich jetzt wieder richtig. Und selbst ich habe ja so viel Vorsprung, dass wir auch uns mal so kleine Umwege erlauben können. Macht also nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir sind immer noch 8 Sekunden vor denen, obwohl ich mal eben auf der falschen Spur gefahren bin und dann nochmal wenden musste und sowas. Kein Thema. So, wir haben die ersten 8 Checkpoints. Das heißt, warte mal, 12 Minuten. Ja doch, das könnte schon so eine Stunde dauern, ne? Meine Güte, dann ist ja schon... Ja, muss ich aufpassen. Also, ich muss ja bald zum Stream. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Können wir ja mal ein bisschen Gas geben hier. 390 habe ich da gesehen. Oh mein Gott, den habe ich nicht kommen sehen. Aber ich habe 390 auf dem Tacho gesehen. Hör mal auf, hier so quer auf die Autobahn zu fahren. Danke. Ach, in der Mitte sind auch so Rillendinger, ne? Wie bei GTA auch. Dass man gewarnt wird, wenn man von der Spur runterkommt. Nur, dass hierbei nicht das Lenkrad wackelt. Bei GTA wackelt ja der Controller dann ganz stark. So, ja, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Da kommt der nächste Checkpoint, Nummer 9. Aber immer noch kein Viertel um und wir sind schon seit 13 Minuten unterwegs. Wir sind wahrscheinlich auch schon im nächsten Part angekommen. Insofern sage ich mal hallo und herzlich willkommen zurück, falls wir schon im nächsten Part sind. Aber ich denke, ja. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich fahre jetzt einfach und ich mache dann irgendwo die Schnitte. Wird schon irgendwie klar gehen. Und wieder 18 Sekunden vor den Gegnern. Da haben wir sie wieder abgehängt. Nachdem ich da kurzzeitig mal zurückgefallen war. So, elegant um die Kurve gefahren. Checkpoint Nummer 10 und damit haben wir das erste Viertel geschafft. 25% sind um nach nicht mal einer Viertelstunde. Also es sollte unter einer Stunde dauern, aber es wird länger dauern als eine halbe Stunde. Es wird auf jeden Fall länger dauern als eine halbe Stunde. Aber es wird knapp unter einer Stunde. Vielleicht so 50 Minuten würde ich schätzen. Müsste das schon dauern. Den habe ich nicht kommen sehen. Sorry, ich war gerade so ein bisschen auf der Zeit am Gucken, auf dem Tacho am Gucken und sowas. Da kann man nicht immer auf den Gegenverkehr achten. Aber wir sind ja 25 Sekunden vor den anderen. Also gar kein Stress hier. Nur, dass es jetzt langsam so ein bisschen dunkel wird. Die Sonne scheint unterzugehen. Ich mag das eigentlich nicht so. Ich fahre ja am liebsten tagsüber. Und wenn es jetzt erst dunkel wird, dann werden wir ja den Rest des Rennens quasi durchs Dunkle fahren. Das mag ich eigentlich nicht, aber was will man machen? Man kann sich das nicht immer aussuchen, welche Tageszeit gerade ist, ne? So, Checkpoint Nummer 11. Und wir haben halt echt ein gutes Durchschnittstempo. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nie so genau weiß, wo man jetzt lang gefahren ist. Ich finde, man sollte irgendwie anzeigen lassen können, wo genau die Strecke lang geht oder sowas. Wo genau das Rennen lang führt. Ist ein bisschen schade. 22, 23 Sekunden immer noch vor den Gegnern. Momentan hier an der Höchstgeschwindigkeit 348. Mehr macht der Wagen nicht, 349. Also um die 350 macht er auf der Geraden ohne Nitro. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn man Nitro reingibt, dann geht er ja bis 390, aber nur kurzzeitig durch den Push dann. Aber so als Standardhöchstgeschwindigkeit 350, da kann man sich nicht beschweren. Vielleicht ist er ja auch abgeriegelt oder so. Kann man sich ja mal so ausdenken.
So, jetzt geht's hier so ein bisschen durch Wälder wieder. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welche Richtung wir gefahren sind, vom Süden aus. Ob wir jetzt Richtung Miami gefahren sind oder Richtung L.A. oder ob wir Richtung Norden fahren. Keine Ahnung. Ich hab das gar nicht im Blick, aber es sieht ja momentan eher so aus, als würden wir Richtung L.A. so da oben irgendwo fahren. Zumindest nach dem Radar, nach dem Kompass. So, hier einmal die scharfe Kurve. Jetzt sehe ich auch da hinten in ein paar Kilometern, wo die Gegner so lang fahren. Und wieder zurück auf die Autobahn mit 36 Sekunden Vorsprung. Tja, doch kein Gummiband am Start momentan, würde ich sagen. Das ist natürlich mal erfreulich. Dass ich die tatsächlich so weit abhängen kann, das freut mich sehr. Nicht unbedingt, weil es dann so einfach ist oder so, sondern weil ich mich freue, dass wir kein richtiges Gummiband am Start haben hier. Denn sonst wären die ja die ganze Zeit bei uns. Wenn es ein Gummiband dabei wäre jetzt, dann wären die ganze Zeit bei uns dabei, die Gegner. So, ein bisschen wieder von der Strecke runter. Wollen wir mal wieder drauf zurück. Einmal alle Hütchen wegschmeißen. Aber die Gegner scheinen sehr nah beieinander zu sein. Da wechseln sich manchmal die Plätze ab noch oder sowas. Aber ich mache hier vorne gemütlich alleine mein Ding und fahre das Baby nach Hause, würde ich sagen. Und der Großteil ist ja tatsächlich auf Autobahn, wo wir die ganze Zeit Gas geben können. Also wir waren immer mal wieder so auf kurvenreichen Landstraßen und sowas. Aber ja, doch, fahr komplett rüber, du blöder Penner. Meine Güte, aus dem Nichts zieht der von ganz rechts nach ganz links. Guckt auch nicht, ob da ein Lamborghini ankommen könnte mit 300 noch was. Nö. Lebensmüder Bastard. So, jetzt ist es richtig dunkel hier. Straßenlaternen sind an. Und wir fahren durch die Nacht. Schön über die roten Ampeln hier. Okay, alles gut, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir sind unterwegs seit 17 Minuten. Und sind 41 Sekunden vor den Gegnern inzwischen. Also bald haben wir die Minute voll, würde ich sagen. Nur ich kann im Dunkeln so schlecht sehen, vor allem weil mich ja meine Softbox-Lampen so anstrahlen. Dann sehe ich gar nicht, was da vorne so abgeht. Aber gut, dann gibt es halt ein paar mehr Unfälle. Wir werden es ja trotzdem schaffen. So, ich fahre einfach weiter stupide meinem GPS hinterher. Und da ist der nächste Checkpoint. Das war Numero... Muss mal eben gucken, dass ich hier durchkomme. Numero 14 war das. Das heißt, der nächste ist schon Nummer 15 und dann ist die Hälfte nicht mehr weit. Ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, wo wir gerade hinfahren. Wir fahren gerade in irgendeine Stadt rein. Hudson River, wir sind in New York! Wir sind in New York! Ach so, dann sind wir aber nicht Richtung L.A. gefahren, dann sind wir Richtung Osten gefahren, Richtung New York. Ja, das ist natürlich cool. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich sogar durch New York durch, könnt ihr mir vorstellen, oder? Oh, aua. So, da ist jedenfalls Nummer 15. ...42 Sekunden vor den Gegnern. Und da hinten sehe ich auch das Empire State Building. Yo, wir fahren gerade in New York ein. Das ist natürlich ganz nett. Also wir sind von ganz vom Süden schon mal jetzt Richtung New York gefahren. Wie es weitergeht, bin ich gespannt. Vielleicht Richtung Detroit da oben oder so. Schön hier die Skyline von New York. Allerdings muss ich mal eben hier durch. Leute, sorry, aber ihr müsst mich einmal durchlassen. Ich bin auf wichtiger Mission. So, wir heizen einmal durch New York durch. Schön mit Tempo. 45 Sekunden vor den Gegnern. Alles locker flockig momentan. Kein Thema. Keine Gegner in Sichtweite. Verkehr ist auch in Ordnung für New Yorker Verhältnisse, muss man sagen.
Warum genau ich auch gerade auf dem Mittelstreifen fahren soll, weiß ich nicht. Mache ich nicht. Also auch hier durch New York kann man schön mit Tempo heizen. Und da ist Checkpoint Nummer 17 gewesen. Wir sind immer noch in New York unterwegs. Jetzt gerade geht es auch hier wieder lange geradeaus, obwohl wir in New York sind. 44 Sekunden gerade. Und auch hier können wir das Tempo halten, was wir die ganze Zeit hatten. So, hier wollen wir drauf. Weiter geht's. Highway oder sowas wieder. Mann, da wollte er nicht um die Kurve. Ich habe gelenkt und gelenkt, er wollte nicht um die Kurve. Aber jetzt geht's weiter hier. 46 Sekunden vor den Gegnern. 21 Minuten schon unterwegs. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich sehe jetzt gerade wirklich nicht mehr viel. Aber ich komme ja klar. Ich habe ja vor allem meinen dicken blauen Strich hier auf der Straße. Der macht mir ja eigentlich ganz gut klar, wo ich lang muss. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der war dunkel. Ich habe da gesehen, das Auto war ziemlich dunkel. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Checkpoint 18 haben wir auch schon inzwischen. Also die Hälfte ist nicht mehr weit und wir sind jetzt halt, ja, die Schätzung mit 50 Minuten dürfte ziemlich genau hinkommen, weil ich hatte ja geschätzt, schon relativ früh geschätzt, es wird so um die 50 Minuten dauern. Und jetzt sind wir, wenn wir bei Checkpoint Nummer, oh, da bin ich ins Wasser. Aua. Wenn ich so bei Checkpoint Nummer 20 bin, dann haben wir genau die Hälfte und dann dürfte es so 25 Minuten sein, das heißt, 50 Minuten dürfte hinkommen. Das kriegen wir ja fast nicht mal in zwei Parts unter. Vielleicht müssen wir sogar einen dritten machen. Oder zwei lange. Oder einen dritten kurzen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Entscheiden wir uns dann am Ende für. So, 50 Sekunden vor den Gegnern gerade. Und wir fahren jetzt hier durch die nebelige Nacht in einer, auf einer kleinen Landstraße im Wald. Jetzt sieht man wirklich nicht mehr viel, oder? Jetzt sieht man nur noch den blauen dicken Strich vor sich. Und ab und zu mal Gegenverkehr. Mehr nicht. Ich fahre jetzt gerade auch ziemlich blind nach dem Strich auf der Straße, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir wäre es ja lieb, wenn es wieder morgen werden würde, aber ich glaube, das dauert noch einen Ticken. Sorry, ich habe dich gesehen, aber ich kam noch nicht so richtig durch gerade. Achso, der Checkpoint ist unter uns. Ich wollte gerade sagen, verpasse ich jetzt den Checkpoint? Nee, wir müssen hier einmal um den Kreis fahren. Einmal im Kreis fahren und dann gibt es unten den nächsten Checkpoint. So, da ist der nächste Checkpoint. Alright, das ist Nummer 19. Die Hälfte ist bald geschafft. Das heißt, der nächste ist dann die Hälfte, Nummer 20. Ja, schon schön der Wagen, muss man sagen. Auch in der Performance-Tuning-Variante, auch wenn er ein bisschen zu krass getuned aussieht vorne, aber geiler Wagen. Na komm, gib mir Checkpoint Nummer 20. Wir sind nämlich gleich bei 25 Minuten. Ich will die Hälfte schaffen. Ja, nur noch 40 Sekunden vor den Gegnern jetzt. Also was heißt nur noch, aber es ist wieder ein bisschen weniger geworden. So, momentan läuft es auch wunderbar hier. Wir haben ja auch keine großen Unfälle bisher gehabt. So mal ein bisschen ins Wasser oder so, aber ansonsten gut durchgekommen. Und auch der Verkehr ist sehr gnädig. Nicht viel los auf den Straßen. Da ist Checkpoint Nummer 20 und damit haben wir die Hälfte. 25% und ziemlich genau, 50% und ziemlich genau nach 25 Minuten. Das heißt, 50 Minuten für das gesamte Rennen dürfte so ziemlich hinkommen.
Das war meine Schätzung und ich glaube, die wird sich auch so ungefähr bewahrheiten. Und das ist aber eindeutig mehr als 100 Kilometer. Wir hatten ja das Rennen mit dem Rallye-Wagen, das waren genau 100 Kilometer. Die haben eine halbe Stunde gedauert und hier sind wir mit sehr viel mehr Tempo unterwegs. Mit 350 sogar teilweise die ganze Zeit. Und brauchen aber hier 50 Minuten statt 30. Also wir werden bestimmt 200 Kilometer oder so machen. Ich müsste dann nachher mal auf den Aufnahmen schauen, wie viel Kilometer der Wagen ganz am Anfang hatte, bevor ich losgefahren bin. Hätte ich eigentlich mal machen sollen, hätte ich mal dran denken sollen. Kann ich natürlich im Nachhinein auf der Aufnahme machen, aber dann kann ich es natürlich jetzt nicht mehr im Let's Play sagen. Aber ich müsste da mal schauen, wie viele Kilometer hatte der und wie viel hat er dann am Ende. Also wir sind jetzt momentan bei 182, er hatte auf jeden Fall unter 100, das weiß ich, aber ich weiß nicht wie viel genau. Könnte mir vorstellen, dass er gerade mal so 50 oder so hatte vielleicht. Dann hätten wir jetzt schon über 100. Warum machen die sowas? Hör mal, du siehst mich von hinten kommen, du blöder Penner, ja? Siehst du im Rückspiel einen Lamborghini anfahren mit 200, 300 Sachen? Was machst du? Ziehst ihn genau vor die Nase. Wie behindert bist du eigentlich? Meine Güte. Muss man doch nicht mit rechnen, dass die da plötzlich rüberziehen, oder? Nee, so, 21 von 40. Wir nähern uns dem 22. Checkpoint. Und sind jetzt knapp eine Minute vor den Gegnern. Wir haben es also tatsächlich geschafft, fast eine Minute rauszuholen. So, da ist Nummer 22. Jetzt sind wir wieder runter von der großen Straße, sind wieder auf etwas kleineren Straßen unterwegs. Und da vorne nähert sich auch schon unser Checkpoint Nummer 23. Au, der tat weh. Ja, der tat weh. So richtig schön in die Wand reingefahren. Allerdings ziemlich gut weitergekommen irgendwie, keine Ahnung. So, Gegenverkehr, Achtung. Und es ist halt, ich finde es halt einfach schade, dass wir durchs Dunkle fahren, weil man könnte so schön die Landschaft sich anschauen, wenn es hell wäre. Ist doch irgendwie schade. Eine Minute eins, wir haben es geschafft, eine Minute vor den Gegnern zu sein. Nice. Eine ganze Minute könnte ich mich jetzt hier an den Seitenstreifen stellen und einfach warten. Und dann wären erst die Gegner da. Eine ganze Minute. Muss man sich mal vorstellen. Dabei sind wir gerade mal 28 Minuten unterwegs und ich habe schon eine ganze Minute rausgeholt. Will gar nicht wissen, wie langsam die da hinten rumgurken. So, jetzt gerade hier im Dunkeln auf engeren Landstraßen ist gar nicht mehr so leicht zu fahren, vor allem weil ich ja nicht so viel sehen kann, aber wir kommen ja klar. Mit der einen oder anderen Bande. Und dem einen oder anderen Gegenverkehr. Ja, es ist jetzt gerade nicht so sonderlich schön. Ich sehe halt nicht so viel. Aber wir kommen ja durch. Mich ärgert das nur mal, wenn ich irgendwie Gegenverkehr mitnehme oder so. Will ich ja eigentlich nicht. Aber kann man sich nicht immer aussuchen. Ah, jetzt haben wir auch wieder einiges verloren an Zeit. Wir waren eben bei über einer Minute. Jetzt sind es wieder nur 54 Sekunden. So, wie sieht's aus? Hier geht's wieder nach rechts. Checkpoint Nummer 24. Und jetzt nähert sich uns Checkpoint Nummer 25 und wir sind momentan unterwegs auf der Route 66. Da waren wir schon mal unterwegs, denn da gab es ja eine einzelne Fraktionsmission für die Route 66, die wir auch gemacht hatten. Das war ja die mit dem Chevy. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Außenperspektive habe ich leider nicht so das Handling, es tut mir leid. Deswegen habe ich da gerade so ein bisschen die Kontrolle verloren auf der engen Straße. So, immer schön der blauen Linie hinterherfahren.
Wir sind gerade in Chicago. Nice, wir sind in Chicago angekommen. Ja, nicht schlecht. Oh mein Gott, das GPS geht doch da durch. Blödes GPS, ja? Geht mitten durch so einen Blumenkasten, der aus Beton ist. Danke. Danke, danke, danke. Den Lackschaden darfst du bezahlen, GPS. Naja gut, wir wissen ja aus unserem Leben oder aus der Realität wissen wir ja, dass man sich nicht blind auf GPS-Systeme verlassen darf, sonst landet man schon mal im Fluss oder so. Aber trotzdem, ich bin jetzt davon ausgegangen, ich darf da schön auf der blauen Linie fahren. Nee, dann klatscht man so richtig fett gegen einen Blumenkasten. So, also einmal durch Chicago. Auch relativ schnell hier unterwegs. Einmal den Schulbus angestrichen. Und noch ein Schulbus im Weg. Und Fußgänger im Weg. Aber wir kommen irgendwie durch. Und wir sind aber inzwischen seit über einer halben Stunde unterwegs. Wahrscheinlich geht es jetzt langsam schon in den nächsten Part über. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Steht der Wo ich gerade mal da vorbeifahre, können wir den eigentlich mitnehmen. Ich meine, gut, der Sultan ist natürlich geil, aber so ein Error ist auch nicht schlecht. Und der stand jetzt hier gerade zufällig. Der steht ja immer hier an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, nehmen wir den doch einfach mal mit.